Deswegen ist es wichtig, dass wir den Koran lesen und verstehen. Denn, was sagt er hier? Die kommen zu dir nicht mit einem Beispiel. Deswegen sagt Muhammad Abdul Wahab, sagt, egal mit was für einem Beispiel die dir kommen, zum Beispiel die Ahlul Batil, Christen, Juden oder verschiedene Gruppen, du wirst im Koran eine Sache finden, die dieses Beispiel, die diese Schubha, dieses Scheinargument vernichtet. Du wirst im Koran finden. Der Koran ist das A und O. Der Prophet a.s. sagt in Hajjatul Wada, 100.000 Menschen, sagt er, inni taraktu fikum man ma intamassaktum bihi lan tadillu abada. Ich habe euch etwas hinterlassen, wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr nie in die Irre gehen. Kitab Allah wa sunnati. Das Buch Allahs und meine Sunnah. Aber, und wir wissen, dass dieses Buch Allahs, ja, dass dieses Buch Allahs, wir wissen, dass das geschützt wurde. Das wurde geschützt. Aber jetzt fragen wir, ist nur das Wort geschützt oder ist auch die Bedeutung geschützt? Hier sagen wir, dass die Bedeutung durch die Sunna und durch das, was uns überbracht wurde, geschützt ist, wenn wir in diese Sache reingehen und wirklich versuchen, die Sache richtig zu verstehen. Natürlich, was den Koran angeht, so haben wir keine Meinungsverschiedenheit. Was die Bedeutung angeht, so haben wir natürlich hier Meinungsverschiedenheit auch. Manche Meinungsverschiedenheiten sind auch betrachtenswert, andere wiederum nicht. Aber natürlich will Allah uns auch eine Bedeutung rübergeben.